Hallihallo und herzlich willkommen wieder mit der Bundesliga-Eckfahne. Super Zoom-Bild. Und da hatte ihr Arena. Da hatte ihr Arena in Hannover. Hannover am Samstag gegen Borussia Dortmund. Nur wollte die schwarzen Trikots, wenn er auswärts spielt. Genau. Nee, wenn ich auswärts spiele, ausschwätscht. Nach den erfolgreichen Spielen. Wird sich Dortmund weiter steigern? Man weiß es nicht. In letzter Zeit Dortmund, ja, gar nicht so schlecht. Nee, Kampel habe ich übrigens auch in der Meisterliga. Hallo! Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Der macht dann auch keinen Schritt zur Seite, der rennt da alles vor. Ah, nein. Ich steht da Pisscheck. Und jetzt Kampecher. Kampecher. Kampecher ist ein schöner Name. Der Ball kommt durch. Ey, Aubameyang, du kannst doch nicht schlechter sein, also spieltechnisch, also stetstechnisch, als so ein Hannover Verteidiger. Ja, weiß ich auch nicht, was es von Hannover Verteidiger war. Vielleicht war das Ding lang. Schulz war das. Nee, Marcelo. Das siehst du. Also ich interpretiere das mal als gegenseitiges Abklopfen der beiden Mannschaften. Ich auch, Wolf. Wolf hat super Leipzig gegen Wolfsburg nicht kommentiert. Das ist richtig. Manchmal wünsche ich mir, dass Spiele öfter so moderiert werden. Kommentiert, wie auch immer. Genau, schön kommentiert ist es ja. Das kann nicht wahr sein. Aber wie wir ja vom PS wissen, ist halt Wolf super Kommentator. Der beste in Deutschland. Oder auf der Welt. Ja, man weiß nicht, vielleicht gibt es auch gute Kommentatoren in Orts innerhalb von Deutschland. Daher? War das jetzt in echt? Habt ihr einen Krankenwagen gehört, liebe Zuschauer? Aber über Wolf Fuß wird, glaube ich, fast so gut wie nichts kommen. Ja, wer hat so coole Sprüche wie Wolf Fuß? Weiß ich nicht. In Kombination mit Hansi Köpper. Dann soll nicht hin, der sollte gerade aus. Ich würde gerne mal eine Petition unterschreiben, dass bei. Das muss was werden! Oh! Das ist abgefälscht. Ja. Das bei Sky Wolf Fuß mit Hansi Köpper zusammen moderiert. Weil die sind ja beide Sky. Ja. Oh, das gibt's nicht. Ich glaube, die sind beide Bundesliga, kann das sein. Na? Die moderieren. Kagawa! Oh, ich war sein, ey. Die moderieren beide Bundesliga. Oh! Kann nicht wahr sein, ey, wie gut ist der Torwart, was hält denn der andauern? Ja, weil ich nicht Weidenfeller im Tor stehen habe. Ich auch nicht. Übrigens, wir diesmal ohne Weidenfeller. Ich. Jo, hat gesagt. Sein Vertrauen in Weidenfeller aufgegeben. Er hat ein Vertrauen in Weidenfeller. Nur kauft ihn wieder, wenn er 16 ist. Nee. Ich weiß nicht, ob ich wieder Howard kaufe mit 16. Das wäre meine Idee. Und der hat auch immer direkt auf. Alter. Pisscheck. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Oh, Hannover steht nur hinten drinne. Oh, schön. Wo ist denn Reus hier? Mr. Robin. Das ist Robin Mann? Ja. Batman und Robin. Das heißt, ich bin nicht gesehen. Doch, aber ich weiß nicht, wer Robin ist. Ich bin sein Kind auf Gesicht. Ich guck doch Batman nicht. Das heißt noch doch. Ich bin noch kein Comic. Robin kenne ich noch von mit der Mutter und da ist es eine Frau. Aber Robin muss da. Ne? Ja. Oh. Ey, jeder Schuss ist hier abgefällt. Na, ich dachte aber, dass es amerikanisch ist. Und da sind häufiger Robins Frauen. In Amerika ist auch ein Nerdboard schon das Thema. Also wird doch jemand, ja. Zwicken. Also in Amerika wollte doch jemand sein Kind Develina nennen. Ich bitte dich. Der Develina ist auch schon ein Name. Der hat schon guter. Der passt, ey. Situation, aber er war voll auf der Höhe. Ich würde gerne mal überhaupt einen Schuss aufs Tor machen. Ich würde auch gerne mal einen richtigen Schuss aufs Tor machen. Der nicht unbedingt abgefälscht ist. Develina ist auch schon ein Name. Oh, Kagawa. Kagawa schießt. Oh, Kagawa spielt ja bei Japan in der Nationalmannschaft. Ist der? Ich muss übrigens in der Nationalmannschaft Kamerun spielen. Immer noch bist du da geblieben, ja? Ich hatte zur Auswahl Deutschland und Ghana.
Nur gar nicht so ein schlechter Spiel mit Kevin Prince Boateng und. Hey, nein. Ich will aber keiner. Nein! Stimmt, das spielt. Bei mir spielt aber coole Spieler wie Eto. Und Jordan Ayew. Oh, und sowas spielt er doch. Jordan Ayew in Schwarzer mit blonden Haaren. Ghana ist eine coole Mannschaft. Ich finde Kamoru cooler. Der ist nämlich mein Verteidiger dabei. Der Kobi Kobi Chuke. Wie er hieß. Oh, das war zweit. Und der geht uns aus. Voll Schmelzer. Ey, manchmal frage ich mich echt. Nein, hallo, kann ich mal bitte jemand hier ordentlich freilaufen? Und halt dahin. Was ich für Freunde und meine Freunde ist da, wenn ihr das gerade oben gesehen habt, ey. Danach nach dem Spiel stellen wir erstmal das Team auf Offline. Gut abgelaufen. Ja, denke ich das. Gefahr gebannt. Oh, das gibt's doch. Lauf doch nach unten. Sané. Oh. Nee. Klar. Nicht erklärt, Sané heißt der. Schon wieder. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Jeder scheiß Schuss ist hier abgeblockt. Jeder, immer jeder. Ja, das war wegen des Filmstors, der nicht mal einen irgendwo hin. Ach, cool. Man merkt, Hannover ist nicht so gut gewachsen. Nee. Aber Hannover hält sich wacker. Ja. Wie Nordhausen. Hält sich wacker. Hast du den Witz verstanden? Ja, ich dachte, die heißen wacker Burghausen. Ach, stimmt, die waren damals auch zweite Liga, gell? Ja. Wacker Burghausen. Beste Mannschaft ist eigentlich unter Haching. Das stimmt. Spielvereinigung unter Haching. Danke. Und Kopf mal rein. Oh, das kann. Bamian kann kein Kopf halt. Hä? Der wird abgekackt oder was? Dann bringt das auch nichts, weil dann bin ich aus FB draußen. Oh, das ist schon Torschütz 0-10. Spätestens jetzt weiß die Hintermannschaft, wenn du eine also es ist fast wie ein echt gegen Alke gewesen. Dann ja. Wird die Strafe auf dem Fuß. Ja, eigentlich Dortmund gegen Schalke schon Punkte verteilt. Ja, wir haben ganz schlecht georakelt. Ja, nee, haben wir nicht, gell? Doch. An die verteilt haben wir nicht, aber. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß, wie unser Orakel ausging. Ja. Hey, Fünf hat bei uns die Mobile getroffen. Schalke hat auf jeden Fall schon mal gewonnen. Und bei uns, ja, ist richtig. Ich bin mal gerade am überlegen, ob ihr das schon gesehen habt, weil wir ja anders da aufnehmen. Na klar, wenn das Spiel echt vorbei ist, hat man schon gesehen. Deswegen. Ich mir das nämlich auch gerade mal aufgefallen. Außerdem nehmen wir, kommen noch die Spiele, die wir jetzt aufnehmen, eh immer nach den anderen raus. Die wir schon Orak. Freistoß! Orak ja, schon gut erarbeitet. Ja. Fast 11 Meter. Das war alles geplant. Das ist ein Foul, das ist ja normal hier. Also hat er, gibt's ihn mit. Wieso schießt der denn? Und nicht? Und mich Kiotakchen. Bin ich rein. Klar geht er rein. Was sagst du hier? Geht er nicht rein. Ach du Scheiße, ey. Der ist nicht das, gesehen. Doch! Der geht rein! Das ist schon wieder das Lächerlichste, was es gibt. Der Torschüsse, keiner geht rein, der hat ihn und der geht rein, ey. Oh, das war ein wunderschöner Freistoß. Das ist so das Traurigste, was es überhaupt gibt in diesem ganzen PS-Spiel, ey. Der ist doch schnell wieder raus. Ein unwiderstehlicher Abschluss. Das ist so lächerlich einfach nur. Ja, der ist nicht drin, der ist draußen. Du, wieso sagst du, der geht nicht rein? Mhm. Kiyotaka ist auch bei Japan, ich weiß wie der Freischütz ist. Wenn der nicht drin ist. Oh, ist das schon traurig. Ey, das, ey, Kunde, das war ein guter Freistoß, musst du zugeben. Was denn? Der kann sich eigentlich auch ein guter Freistoß. Aber so wirklich verdient war das auch nicht. Ich hab doch gesagt, den habe ich mir gut rausgeholt. Und dann versenke ich den natürlich auch. Guck mal den Schuss im Volley an. Ja, wird aufs Tor kommen. Wer hat der gehalten worden, der mit 2 km/h ankam? Das weißt du nicht. Ich kenne PS. Ich kann voller Granate aufs Tor schießen, der wird gehalten. Gerade jedenfalls. Dann guck mal, wie viele Schüsse ich aufs Tor hatte und wie viele reingegangen sind. Ja, guck mal, im Gegensatz zu meinem Schuss an, wenn man es eh aufs Tor setzt, geht er auch nicht rein.
in der Tat die Chance, ach, nee. Den ein oder nee. Ein und Angriff und der Ball ist drin, ey, ist eigentlich auch traurig. Gelb, da geht die gelbe Karte schon aus der Brusttasche raus. Oh, ey, manchmal, ganz ehrlich. Du merkst, wenn es gelb ist, wenn die Karte selber von automatisch rausgeht aus der Brusttasche. Das stimmt. Ey, ich frage mich immer wieder, was das hier soll in diesem ganzen Spiel. Fast wie das Spiel, was wir auch gesagt haben, Bayern gegen Köln, ey. 20.000 Torschüsse am Ende gehabt, keiner da reingehen. Keiner! Und jetzt kommt eine Ecke und die geht wieder rein. Ich seh's schon. Ich erzähl sowas noch nicht. Steht nicht mal jemand. Wen schießt der Priont alles, der nichts hat im Freistoß und Ecken? Na komm, oben ja. Denn du bist so schnell in echt. Du bist doch ganz schnell. Und echt fegt er alle weg und bei PS nicht. Das bringt mir dann so einen Spieler zu zusammen, der eh langsam ist. Auch schön. Deswegen spiele ich auch lieber mit Rubil oder Ramos. Okay. Also, liebe PS Galaxy Leute, wenn ihr nochmal Aubameyang macht, oder wenn das, wenn die das überhaupt machen. Und er kommt durch. Ja! Zwei Torsche, zwei Tore, okay. Also ich meine, Weidfeller ist ja schon schlecht, aber Langerack, oh. Wunder, dass Dortmund so scheiße spielt, wenn sie so einen schlechten Torwart haben, ey. Hört mal auf, wie der abgeht hier. Oh nee, ey, da kriegt man schon wieder Lust auf weiterhaken, gell, bei so einer Scheiße. Oh mein Gott, ist das behindert. Weißt du, in der zweiten Hälfte hat man einen Schuss aufs Tor eigentlich schon geschafft? Nee. Die erste hat ja dir gehört. Na, ich hab Tay-Jusser aufs Tor gehabt in der ersten und es ging keiner so rein. Die gingen alle abgefälscht oder hier. Ja, weil du hattest das Pech, hab halt wirklich alle abgefälscht. Und die nicht waren, wurden halt gehalten. Und hier steht keiner, da geht doch nicht mehr der mit den blauen Schuhen hin, war bestimmt Hummels. Was ein Glück, sehr deutscher Nationalspieler. Hoffen wir mal, die verlieren die Muschen, ey. Keine Fresse. Gut in der EM sind sie nicht. Also, Hummels in der Verteidigung, das kann's nicht gut sein. Sowas ist... Jetzt auch Immobile drinne. Ja, der macht überhaupt was. Man, die haben den hässlichen Hummels rausgenommen hier. Das Bottich oder wie die alle hießen. Die Luschen. Verteidigung von Dortmund fast so stark wie der Sturm von Hertha BSC. Fast so stark wie die Auswechselspieler von Hamburg. Stärker, schwächer. Mein Gott, ja. Da schießt drinne. Oh! Ach, Immobile, du kannst doch mal an den Ball gehen, anstatt vorbeizulaufen. Er kommt von Blaschi. Fast der Pass. Ja. Oh, nee, ey. Spiel, krasse Aktion. Oh, keine gelbe aus, sonst wäre ich verwunderlich. Oh, nee, ey. Sinnlos, ey. Richtig sinnlos. Oh, da bin ich aber zu langsam. Ich hätte mich schon gewundert, muss man mal sagen. Ich hätte mich ja echt gewundert. Oh, was man hier, guck mal, wie die in Stadion sitzen, guck mal, wie sie sich freuen. Auch hier auf der Bank, die Leute. Wie klickt dich die sind? Guck gar nicht hin. Ich denke, es ist PSN. Meinst du, das waren Dortmunder oder die von Hannover? Ja, bestimmt Dortmunder. Wir wissen ja, wie es mittlerweile läuft, ja. Ja, das ist auch ein typisches Dortmund-Spiel eigentlich, muss man mal sagen. Das stimmt. Weit nach vorn gespielt. Weit nach vorn gespielt. Oh. Was war das? Uff. Wir wetten, das gibt kein Foul. Gibt's doch nicht. Oh ja, Pressing. Ja, nicht Pressing, ja, kriegst du Geld. Ach, mein Gott, ey. Das ist ein langer Ball. Ach, stark, ey. Das ist stark. Aha. Er schlägt ihn nach vorne. Oh! Das ist rot. Jetzt hast du vor jetzt gekriegt. Das ist eh 85. Ja, 85. Weil das ist doch eh egal. Oh, guck mal, wie den das wehtut. Wieso hast du dich anders verstanden? Wieso hast du den so ungenullt? Ja, ich muss meinen Torwart schützen, der hält doch nicht die Lusche.
wichtig ist diese Entfernung zum Tor. Was soll man denn machen? Nicht Prion. Meinst du, der versenkt ihn? Der länger ist sicher nicht. Der war zu hoch. Stark. Ey, da wechselt man nicht weit, Feller, wenn man denkt, der ist schwach, aber hier. Da war er nicht drin, ne? Ja, der wäre aber reingegangen. Bist du sicher, Sigi? Klar. Ah, wieso hast du den denn? Ach, du hast den Arms an Nähe. Und ab auf die Flanke. Ecke. Verständlich. Was wahrscheinlich? Ich pass mit zwei KMH vor dich davor. Wollen jetzt schöne Bundesliga-Eckfahne. Das ist eine sehr schöne Bundesliga-Eckfahne. Die wollten nämlich nur unbedingt haben. Endlich. Immobile. Wer sonst? Oh mein Gott, ey. Wieso geht denn der auch durch? Tja, weil es Immobile ist. Und nicht Aubameyang. Damit ich wieder ein Tor schießen kann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Bundesliga-Eckfahne findet. Sehr schön. Das ist irgendwie das Bundesliga-Logo. Können wir mal sehen hier. Sehr schön. Bei PS gibt es übrigens nie Wind. Was gibt's da? Nie Wind. Noch nie mal die Eckfahne. Doch, im Intro. Stimmt. Nach dem Intro ist auch der Wind auf einmal. Entschuldigung, Bayern. Nur noch ein paar Sekunden vom Ziel. Ey! Ey, dann tät ich doch nicht weg, meine Fresse, ey, ja. Ey, dort, die schwarzen Dortmund-Trikots sind aber cool. Das stimmt. Gefühl. Da schießt er noch das 2-1, ey. Ja, es wird mal Zeit, dass sie ans Tor schießen. Kann er nicht. Okay, Dortmund kann das. Oh. Aber normalerweise so. Dieses Spiel sollte man nicht die, das Ergebnis werden, sondern die Torschüsse, weil die sind nämlich hier nichts original, nicht um das Endergebnis, wo das auch so sein könnte. Das kann natürlich so sein. Guck mal, 2-7 geht doch. 2 Torschüsse, 2 drin, 7 Torschüsse, 1 drin und das war ein Kopfball nach einer Ecke. Das ist eigentlich das Traurigste, was es hier überhaupt gibt, ganz ehrlich. Aber wie in echt, muss man sagen, ist wirklich wie in echt. Stimmt, aber nervig. Ach so, wer ist der Beste? Mein Torwart? Ja, wer sonst? Übrigens hat Aubameyang 7. Wie? Immobile. Immobile ist aber auch besser als Aubameyang. Also hier im PS vor allem. Das stimmt. Gut, dann danke fürs Zuschauen, zusammen das Spiel. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.